meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Runde Dota 2 Auto Chess mit dem Sean, der ist am Start. Hallo. Hallo. Der Sean ist mit am Start. Und wir hatten gerade einen nicen Urlaubstalk. Weil wenn man es endlich wieder weg kann nach Corona so langsam, ne? Ja, endlich mal. Endlich mal. Was spielst du? Erstmal die Max. Okay. Ja, ich habe kein Max gezogen, aber es gibt zumindest ein Shiro eh nicht. Ich habe gerade eben schon die Runde aufgenommen, bevor du online gekommen bist, habe ich die englische Runde aufgenommen. Da habe ich 900 Krieger gespielt, aber da. Ich bin auf Platz 2 gekommen, aber danach gegen den Legend hatte ich keine Chance. Der hatte dann halt so Max und hatte so Chiro auf 2 und sowas dagegen. Das war ekelhaft. Ich hatte gestern auch noch eine Runde mit Robert. Aha. Und da war jemand drin, der war Rook 3 oder so. Mhm. Und der hat am Anfang Losing Streak gespielt und hat sich die Max nebenbei aufgebaut. Ja. Und hat die dann alle bis Level 5 auf 3 gebracht oder so. Also er war jetzt Level 5 und hat die dann alle auf 3 gehabt und hat dann einfach nur die Goblins gespielt mit Terrorblade. Ja, gewonnen. Das ist schon krass. Aber genauso was wir gerade eben auch, da hat er auch am Schluss die Goblins, hat er alle auf 3, Timbersaw 3, Tinker 3, alle auf 3 halt gehabt komplett und hatte ich keine Chance gehabt dann am Schluss. Night in blackest armor. Ich habe was Interessantes. Ich habe 3 Knights gerade gezogen. Bad Rider, Abaddon und Chaos Knight. Oh, das sieht nach einer schönen Knight-Runde aus. Ja. Ich habe gerade überlegt, ich habe auch einen Chaos Knight bei mir im Roll, den wollte ich ja nicht auch kaufen. Ja, kann ich schon machen. Ich habe auch eine starke Unit am Anfang. Das Ding ist, letztes Mal hatte ich auch eine Runde, wo ich so Knights... Also momentan laufen... Mit Knights habe ich schon lange nicht mehr gewonnen. Wenn dann mit Dragons, aber mit Knights im Endeffekt habe ich schon lange nicht mehr gewonnen. 6 Knights und 4 Trolls würde ich gerne mal wieder sehen, gerade mit der Legion, wenn du so eine gesteckte hast, ist die richtig krass mit den Trolls. Ja, es ist halt ätzend, dass es das Ding nicht mehr gibt. Guck mal, die 4 Trolls gäbe es keinen Husker und keinen Trovo in der Runde zum Beispiel. Ach, nur okay. Dazzle, Bad Rider, Witch Doctor und Shadow Shaman. Ich finde es so schade, dass Trovo einfach raus und dass nichts dazu geschrieben haben sogar. Ganz komisch. Fand ich auch ein bisschen, sonst schreiben sie es normalerweise eigentlich immer rein, wenn sie irgendein Piece rausnehmen. Ja, und ich finde, das war echt einer der geilsten Carries im ganzen Game. Ich habe einfach schon 4er Knights. Das ist krass. Ja, hast du jetzt noch gezogen? Oh, Omni Knight, den kaufe ich mir aber erst gleich, habe noch kein Geld dafür. Krank. Dann würde ich gleich, wenn ich du wäre, gleich... Wie viel Gold kriegst du jetzt? 6, ne? Ja, ich kaufe ein paar Sachen, dann je nachdem, was ich ziehe, habe ich wahrscheinlich schon leveln direkt, ja. Ja. Ich hätte einen Legion dann gerne early, damit ich direkt einen Legion hochmachen kann, krass. Ja, gerade wenn du levelst, hast du nochmal eine höhere Chance. Oh. Und 4er Knight ist am Anfang schon echt krass. Ich nehme schon Master of Madness dann, glaube ich, mit für Legion direkt jetzt. Ja. Wenn ich Legion irgendwann ziehe, dann überhaupt. So, Omni Knight nehmen wir mit. Die Winterweibern. Task und Blattsieger. Ich hatte letztens auch endlich mal wieder eine nice Ork-Runde gehabt. Habe ich wahrscheinlich schon ewig keine gute Ork-Runde mehr gespielt. Weil es irgendwie Dinge nicht gab, hat sich nie ergeben. Es gab Trollwörter nicht mehr. Das reicht genau für eine Runde. Die Assassins würde es auch geben. Die Assassins. Ja, da habe ich halt auch immer Pech gehabt, die Zeit. Deswegen von Assassins bin ich auch ein bisschen weg momentan. Ja, 4er Knights sind schon nicht schlecht für einen Anfang. Aber durch einen Level 2er zum Beispiel, da weiß ich nicht, ob ich eine Chance hätte. Weil Level 2er ist halt Level 2er. Oh, und ich spiele gegen einen, der hat schon Orks drauf mit dem Level 2er Chuck halt. Das ist natürlich richtig eklig, ein Level 2er Chuck am Anfang. Alter, aber guck mal, was mal Chaos dann wieder abgeht, ey. Aber jetzt ist er leider down, aber er hat richtig gut Schaden gemacht am Anfang. Mach den Heal einmal Omni. Ja. Das sieht gut aus. Ah, der Spawn aber. Oh, jetzt hat nochmal Lack mit den Schilden. Oh, das Schild nochmal perfekt. Ja, die müssen zusammen auf einen gehen. Ja. Der spawnt halt vor allem nochmal. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Hattest du irgendwelche Items auf den Chaos Knight? Ja, ich hab Mask und das Ding nochmal sogar drauf. Also eigentlich finde ich von Items war das schon recht stark schon. Der ist schon richtig abgegangen am Anfang. Der hat Chaos, der hat Juggernaut 3/4 kaputt gehauen. Und dann hat er angefangen zu drehen halt. Ja, das passt trotzdem. Jetzt lassen wir das mal so stehen. Das ist vielleicht so sogar.
Ist halt schwierig, die am Anfang hochzuleveln, weil keine Level 1er dabei sind. Ja, das stimmt. So, oh, du hast noch einen Heal jetzt, einen krassen. So, So, ich Early gebe erstmal Enchanted meinen Track stark. Witness. Ach so, der macht so Madness drauf. Hab ich erstmal aufgemacht. Na gut, sie werden hier trotzdem relativ schnell raus. Muscle Man ist Ich echt nicht finde mehr die. so schlimm inzwischen. Nee, weil der Silence auch nicht mehr so lang ist. Und Ja. davor war es ja auch so, dass der irgendwie Rüstung verringert hat oder so, ne? Ich weiß nicht genau, vorher war der ja komplett dauerhaft gesilenced. Inzwischen, also früher war der ja, da hat er gar keine Ulti mehr gemacht. Und jetzt nur die ersten 5 Sekunden oder so, das passt noch. Also gerade bei sowas wie ein Chance, die braucht ja eh meistens ein paar Sekunden, die Ulti rauszuhauen erstmal. Aber dann Oh, nochmal. ich hab zweimal Legion im Wohl. Ach, das wäre so ein Traum, ey. Ich habe, es ist halt wieder klar, ich brauche wahrscheinlich für 5 Jahre, um Legion zu ziehen, dann hat er nachher keine Stacks. Kannst du ihn durchkaufen, wenn du ihn haben willst, ne? Also musst du nicht liegen lassen. Wenn du, vielleicht kannst du auch in so eine Richtung. Legion auf 3, also 2 Early ist auch so stark. Brauche ich noch irgendwie ein Gold? Ich wollte gerade, was ich löschen könnte. Ich will mal einen Kurier noch auswählen. Die Frage ist, welchen? Ach, eigentlich finde ich den Golden Veloling ganz cool. Komm, lösche ich Bounty Hunter. Oh, du bekommst ja Rolls sogar, das ist natürlich angenehm. Ja, ich habe halt noch schnell den Tinker gekauft, so ist dann nicht ein Gold zu wenig und dann habe ich einen Bounty verkauft. Egal. Ja, Bounty ist auch nicht so wichtig. Tja, jetzt habe ich Das nichts mehr wäre gezogen, leider. Wie viele gehen denn noch auf so Night-Zeugs ansonsten? Du hast jede Runde hast du solche, die Hunter spielen, ne? Jede Runde. Aber die, wo Hunter spielen, die rollen einfach nur noch auf Level 3er Hunter irgendwie gefühlt. ja. Also auch gegen den, wo ich jetzt schon spiele, wenn ich mir das anschaue, das ist so lächerlich. Er hat einfach einen Draw auf Level 2, er hat Sniper auf Level 2, er hat einen Axe auf Level 2. Gar keine Chance gegen ihn gehabt, obwohl ich 4er Knights habe schon. Ich habe auch erst in der Roll, glaube ich, auch. Wobei bin ich mir gar nicht sicher. Schade, verloren. Der Juggernaut 2 early. Ja, das ist auch stark. Hat so einen Voidstone drauf. Oh Gott, ich muss gleich niesen, ey. Oh je, oh, Gesundheit. Dankeschön. Wenigstens ein Upgrade mal hier. Schaden habe ich immer noch keinen in meinem Team, aber. Das kann man, glaube ich, so stellen. There's a price on all their heads. Ice is nice. Dann Beast Bonus noch drauf. Hast du ein bisschen. Aber der Abaddon 2 alleine schon sein Sch dieses Schild, wenn es explodiert, macht schon gut Schaden. Ja, ich hab nur ein bisschen Angst, dass halt dein Venomance, mein Abaddon am Schluss leben und du halt 1000 Sachen spawnst. Und halt mein Abaddon nicht stirbt, aber du halt bis dahin 5 Viecher gespawnt hast. Das wäre unangenehm. Ah, der Bad Rider geht aber drüber. Ah, das passt. Gut, wir haben 2 in der Streak. Dieser Hunter-Typ ist echt egal. Der Sniper, 2 Draw Ranger, Ja, 2. genau, das war auch der. Das ist ja lächerlich, was der schon hat. In der Runde, wo ich den Enigma 3 gezogen habe, hatte ich übrigens eine Winning Streak irgendwie bis Runde 30 oder mit 100%, so ungefähr bis Runde 30, und ich habe mir 2 solche orangefarbenen, also nicht die gelben Winning Streaks, sondern orangefarbene Winning Streak habe ich mir gegönnt von Gegnern. Das ist nicht richtig perfekt, die Runde. Ich habe so viel Kohle gehabt.
Konntest du erstmal schön früh leveln. Ja, also ich habe mich da nicht so hoch gelevelt und das Bittere war dann, aber ich habe auf Level 9 gerollt und ich habe dann jeden Legendary und ich habe Nigma sogar so auf Level 2 schon gezogen, bevor ich halt einen Chiro Attackies gezogen habe für den Mech-Bonus. Das war wieder ein bisschen Was? Ärgerlich. Aber Enigma 3. Enigma 3 am Schluss, ja. Aber diese Golden Rolls hätte ich wieder viel früher bekommen können, theoretisch. Ich will halt mal, eigentlich will ich Chiro mal auf 13 aufmachen. Ich habe Chiro schon mal privat auf 3 gezogen, der sah richtig cool aus. Den ersten hast du keine Chance. Oh, du holst die Streak von dem zweiten, oder? Bist du ein anderer? Oh ja, nee, bin ich. Krass. Ich würde gerne mal Sven 3 sehen. Ja, Sven 3 wäre auch mal cool, das stimmt. Hab ich hier Assassin? Oh. Schade, dass es Shakiro nicht gibt. Shakiro gibt es voll selten irgendwie momentan in Runden, wo ich spiele. Ich habe fast nie Shakiro. Hä, hey, hier ist er schon ausgeschlossen? Shroud Center River. Ah, er macht so krass auf hier. Das Kriegerzeug auch. Level 3 einfach. Und spielt währenddessen die Pandaren. Er ist schon am Hochleveln. Er hätte mal was draufstellen sollen. Ja, er spielt aber Losing Streak. Ach so. Ja, aber das könnte aber trotzdem, ich glaube, das gewinnt er aber trotzdem. Aber wir im Brewmaster müssen dann die Ult von dem Task irgendwann einmal. Boah, ich weiß nicht, ich würde irgendwie gerne Beast mit einer starken Legion spielen, aber jetzt kommen hier gerade die Assassins an. Hm. Hab die Legion verkauft. War wahrscheinlich nice. Fehler. Dann hab ich irgendwie keinen echten bekommen. Ne, das war schon richtig so. Double Bad Rider ist nicht schlecht, mal so geschenkt zu bekommen. Ja. Was nehme ich denn hier jetzt mit? Ich weiß immer, ich kann nämlich nicht einschätzen, wie gut der Blightstone ist. Was hältst du von Blightstone? Der normale, ich finde den gar nicht so schlecht, den normalen Blightstone, aber ich finde halt Desolator stark. Ja. Ich würde aber Blightstone mitnehmen, die Boots einfach, aber ich habe nichts, was ich Boots aus den Boots bauen kann. Und ich brauche nachher keinen Mana-Boots wirklich, weil ich spiele ja Dragons nachher. Und Blinkdagger brauche ich auch nicht wirklich, also macht dann Blightstone am meisten Sinn. Kannst du mit Blinkdagger? Ja, blinkt der irgendwann nur halt Legion, wenn ich nachher hochleveln würde und der viele Stacks oder so hätte. Aber das weiß ich halt noch nicht. Obwohl, du kannst auch Batrider blinken, aber. Ja, stimmt, Batrider hätten wir auch noch blinken können. Aber der freut sich auch so gerade ganz schön, steht immer weiter, relativ weit vorne hin. Ja, mal schauen, ich habe eh schon einen Blightstone mir jetzt gegönnt. Alter, der hat einfach. Einfach schon Terrorbell 2. Der Querty-Boy. Oder Querty-Bob, oder wie der heißt. My Quiver and Bow are ready. Querty-Bob. Quaddy Bub. Der geht auf. Das ist wieder so eine Runde. Ich kann gar keine Stacks wirklich sammeln irgendwie. Also ich glaube, ich spiele Legion gar nicht. Wenn es so weitergeht, dann spiele ich einfach nachher ein Snapfire dazu noch. Weil Legion ohne Stacks ist halt komplett useless. Das stimmt. Also ohne Stacks ist die scheiße. Aber ich meine, die kann ja immer noch, wenn du schon auf 2 kriegst, Stacks aufbauen. Ja, aber sieht nach dem wann. Also wenn ich die halt schon Runde 30 auf 2 bekomme, ich habe jetzt immer noch keinen einzigen gezogen, weißt du. Ja. Dann, selbst wenn die dann 10 Stacks aufbaut, finde ich es nicht wirklich worth it. Ich finde die erst so ab 20 Stacks, wo ich sage, okay, das ist wirklich schon eine. Weil die hat ja keine Ult ansonsten. Alter, ich spiele. Der Typ mit seinen 6 Rogern ist echt ekelhaft. Ja, und auch der Typ mit seinen 6 Huntern jetzt gerade schon wieder. Guck mal, auf meinem Feld, das sieht auch nicht viel besser aus. Aber beide hat noch gespawnt, dein Gegner leider. Bah. Lol. Ich hab den Baum und 2 Enchantress geschenkt bekommen. Free Gold. Ich überlege halt gerade, ob Hunter draufzustellen besser wäre. Bei mir. Time for target practice. Nee. Nee. Allein wegen Geld nicht. Boah, was spiele ich jetzt mit Beaster oder spiele ich Assassins? Das ist die Frage. Ich kann Jack hier spielen. Ja, Beast ist schon auch gut. Kannst du auch Beast spielen und dann irgendwelche Demons dazustellen und so noch, aber doch noch keinen einzigen Terrorblade oder so. Schwierig. Nee, gar nichts gezogen in der Richtung. Also sein Ding ist erstmal stark, dein Venomancer. Ich glaube, ich gehe bei den Losing Streak rein, wenn es so weitergeht.
Zwei Legions jetzt. Immerhin. Schon mal nicht schlecht. Jetzt hast du sie gezogen, die ich weggeschmissen habe. Wahrscheinlich waren genau die zwei, weißt du. Nächste Runde kann ich reinleveln dann. Gegen die Wolves. Aber jetzt muss man Legion halt erstmal überleben und ich verliere halt gegen die meisten gerade. Überleg mal, guck mal, wie viele auch schon auf Level 6 gegangen sind. Du auch schon. Sind viele auf Max? Nee, auf Level 6. Level 6. Ich hab Max verstanden. Nee. Aber scheiße, ich bin gegen den River zwar, aber er hat auch schon 4 Warriors hat auf Level hochgelevelt jetzt. Da muss ich aus, ob ich das gewinnen könnte. Ja. Mein Legion überlebt sogar erstes Deck, Junge. Der erste ist zu krass. Aber dafür hast du schon relativ gut Geld. Das stimmt. Ich hab auch noch nicht auf 6 gelevelt, das muss ich auch noch machen. Das wird nochmal teurer. Ich hoffe, dass ich nächste Runde einen Legion ziehe. Eigentlich Legion auf 2 und dann könnte ich ihm die ganzen Items geben, dann würde es vielleicht doch noch ein bisschen hochstacken. Bei Runde 15 auf 2 ist dann schon okay. Aber ich müsste jetzt erstmal ziehen. Und beim nächsten Level kann ich 4er Undead immerhin schon mal stellen. Aber jetzt hätte ich gern Dings hier, einen Mithril Hammer. Dann für Matchroom. Ja genau, finde ich immer gut. Tja, habe ich aber leider nicht bekommen. Ich habe nur so Mana und Mage Zeug bekommen. Ich habe Crystallis bekommen. Das ist doch gut. Beschweren kann ich mich da eher weniger, da hast du recht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mitnehmen soll. Ich glaube, wir haben eh schon schnelleres Mana einfach für Bad Rider. Och nee, jetzt steht mein Legion Commander direkt Dings gegenüber. Terrorbite Level 2. Dann kriegt er wohl keine Stacks. Wohl nicht. Nee. Ich gewinn's aber wahrscheinlich eh nicht, glaube ich. Also gegen das Team kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gewinne. Die auch gerade scheinbar. Ja. Ich hab mir ein Gold. Mega Kill. Ich überlege gerade, ob ich rollen soll, einmal bevor ich jetzt level. Ich kann ein paar Sachen hochleveln eigentlich. Komm. There's no taming me! I shall profane the lands with my hoofbeats. Gracious me! Natürlich genau den Legion nicht hochgezogen. Ist ein bisschen ärgerlich. Genau den du brauchst, ne? Ja. Aber dafür Chaos Knight und Omni Knight. Das stimmt. Aber dafür hätte ich nicht gerollt, weil ich trotzdem eher gelevelt tatsächlich. Es lag halt einfach null Chance. Da hinten. Gegen die ganzen Schilden. Na gut, Wesen konnte ich schon mal so einen normalen Stack bekommen, weil er einfach überlebt hat, weil so viele Pink da ist. Gleich wieder da, krieg ich gerade einen Anruf. Jo. Righteous! The Dragon comes for war!
So, da bin ich wieder. Jo, der Robert macht danach eine Runde mit. Bist du noch eine Runde dabei danach, oder? Ich denke schon, ja. Okay. Schreibe ich ihn mal kurz in Discord. Ich habe übrigens einen Dragon Knight gezogen, jetzt gerade durchs Rollen. Statt einen Leech Commander habe ich einen Dragon Knight gezogen. Jetzt habe ich halt Würde schon ich sechs auch mitgehen. Knights drauf. Ja, ich freue mich trotzdem auch drüber. Also ich brauche noch, ich muss noch leveln, habe ich schon die Knights drauf und die Dragons. Ich habe ja schon die Dragons dafür auch, um die Dragons reinzustellen. Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal komplett durchleveln, relativ schnell. Ja, da sind einige Mage-Leute auch unterwegs. Ist aber gar nicht schlecht, wenn ich dann die Knights habe. Ich hatte es früher gar nicht so auf dem Schirm, dass die Knights gut gegen Mages sind. Ja, wegen den Schildern, ne? Ja. Und wie gesagt, früher habe ich das irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Da dachte ich immer, ja, die Knights werden halt schlecht auch gegen Mages. Aber ich habe mir auch nie wirklich die ganzen Sachen durchgelesen. Ich habe eigentlich immer nur losgespielt und habe dann halt ein bisschen was gelernt, was Leute gespielt haben selber. Jetzt habe ich ein Legion bekommen, das ist natürlich optimal. Ah, jetzt bin ich zufrieden. Soll ich jetzt reinpushen nächste Runde? Das kannst du entscheiden. Naja, das stimmt. Wie viel Geld hast du jetzt? 50. Wie viel brauchst Ja, du noch für Level 8? 47. Ach so. Ja, ich glaube, das ist un ich hatte Bock dazu für die Dragons, aber es wäre natürlich unvernünftig. Aber die Dragons sind noch nicht so viel wert. Dragon hatte ich eh noch auf Level 1. Ja, bei mir wird's auch nichts werden. Ich krieg aber nicht mal einen Tod. War doch ein. Ja, immerhin. Und den 3 Gold. Paar Runden kann ich verlieren und dann pushe ich auch hoch. Also der River hat es irgendwie so ein bisschen verkackt mit seinem Leveln. Da bräuchte halt die 6 Warrior, um deutlich stärker zu werden. Oh, der erste ist AFK raus gerade. Er spielt gegen River aus seinem Feld. Na gut, der Juggernaut mit Diffusal Blade halt. Auf Level 3. Aber der ist jetzt schon stark auf jeden Fall inzwischen. Aber da ist seine Kohle versaut, das stimmt schon, ja. Vor allem, der muss ja nur ein, zweimal gegen Mages kassieren dann oder so mit seinen Kriegern, dann ist er auch vorbei. Ja, richtig. Und ich meine, so ein Juggernaut, wenn der mal irgendwie dumm von Nina weggekrittet wird oder so direkt, dann hat er nichts gegen Mages mehr. Ich level jetzt rein danach. Ich habe Bock, die Streak zu holen von dem ersten. Er kann jetzt nicht leveln, weil er AFK ist. Und das, jetzt fehlt mir gar nicht mehr so viel dazu. Ja, auf 33 Gold ist okay. Ich hab dir nachgemacht. Braucht irgendwie einen Damage-Dealer. Ich könnte sogar hochgehen, wenn ich mein ganzes Potenzial auf der Bank löschen würde, aber ich will eigentlich auf Level 3 auch noch kommen. Mache ich eh viel zu selten. Komm, jetzt gegen den ersten auf seinem Feld. Ich glaube, ich hätte eine Chance. Ja, ich bin auch gegen den ersten auf seinem Feld. Jetzt bin ich gespannt. Komm, ich habe die Knights, die ja gegen die Hunter gut sind eigentlich. Ich hab die Dragons drauf. Da muss es doch was drin sein.
Ja, das sieht gut aus. Ah, wobei. Ach komm, bitte, mach keinen Quatsch. Omniat hat halt hinten geheilt, das war richtig schlecht. Omniat hat das versaut, er hat hinten die Winterweifern geheilt. Scheiße. Das will ich auf meinem Feld sogar auch, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ich denn mit Sexer Knights und mit Dragons so schlecht sein in Runde 22? Vor allem die Knights sind alle Level 2 außer Dragon Knight. Bei mir läuft gerade auch nicht gut. Ich glaube auch, dass die Knights sind. Also, du bist bei 29% auch nur noch schon. Krass. Ja. Das heißt, sind die Runden irgendwie voll schwierig, irgendwie, finde ich. Mann. Der erste kommt so wieder, gleich hat immer noch die Streak. Ich glaube, dass die Knights auch schwächer gemacht haben. Genau wie sie den Trollwald rausgenommen haben, haben sie irgendwie die Knights noch schwächer gemacht. Haben sie aber nicht irgendwie reingeschrieben, was die da schwächer gemacht haben. Weil irgendwie, wenn ich mit den Zeit spiele, ich habe keine Chance. Und es gab Zeit, da habe ich mit denen easy gewonnen, jede Runde. Vor allem, wenn ich die so gut gezogen habe wie die Runde jetzt gerade. Ganz strange. Ja, aber die Gegner haben auch stark gezogen. Wie kommen die irgendwie schwächer vor? Wie sie alle auch Juggernaut haben. Nein, Leechen, überleb! Oh, zum Glück. Oh, ich habe meine Runde gewonnen. Ich habe endlich mal wieder einen Stack of Leech-Commander bekommen. Turtle Boy muss rausfliegen. Ach, weil der auch Dings hat. Ja. Oh, ich habe einen Alchemisten, den bräuchtest du, gell? Also ich habe schon einen. Oh, der erste hat seine Streak immerhin verloren inzwischen mal. Der ist halt auch mit 93 Gold jetzt schon. Der kommt ja, der so rein und geht direkt Level 10. Ja, wahrscheinlich. Boah, wenn der nicht raus wäre, hätte der safe gewonnen, die Runde. So, jetzt muss ich gegen dich. Mal gucken, was es wird. Legion klappt schon. Goblin-Bonus drauf inzwischen. Ja. Ja, Legion macht den Terrorblade fertig. Du bist doch sehr stark. Ja, jetzt gewinne ich gegen dich auf jeden Fall, das stimmt. Ja, keine Ahnung, ich weiß, ich verstehe halt nicht, warum ich gerade vorher zum Beispiel gegen den ersten verloren habe. Verstehe ich halt nicht, ehrlich gesagt. Weil eigentlich war mein Team meiner Meinung nach stärker als seins. Aber gut, kann auch unlucky gelaufen sein. Ich habe eine Quop gezogen. Nee. Eigentlich nicht. Ich gehe mal noch ein Level hoch, ich will die 4er Undead stellen. Minus 4 Armor für alle Enemies ist eigentlich ganz cool. Guck dir mal die Items von bei dem QWERTY Bob auf dem Terrorblade an. Dreimal Morbid Mask. Der hielt es natürlich richtig krass hoch. Aber wenn er jetzt noch einen so einen Javelin bekommt, für der da los wäre das krass. Ein Critting Terrorblade mit 3 Morbid Masks. Ich bin kurz vor Monkeys King Bar. Oder vor. Was kann ich noch bauen? Ja, ich muss auch gucken, was ich jetzt bekomme, was ich dann baue. Kein Javelin bekommen. Ich glaube, ich warte mal noch ein bisschen, bis welche rausfliegen, bevor ich irgendwas hier, ein Item mir nehme. Macht das Sinn? Eigentlich schon, oder? Ich würde sagen, es macht Sinn. Ja, weil das Ding ist halt, ich könnte jetzt einen Talisman mitnehmen auf Evasion, dann hätte ich Butterfly, wenn ich aber halt, dann muss ich dafür aber halt noch Dings ziehen für Butterfly, noch Eagleson. Oder ich könnte die Blades of Attack mitnehmen, dann könnte ich Daedalus bauen, dann bräuchte ich aber noch ein Schwert dafür. Hier, dieses Brotschwert. Naja. Das ist der Name, ist so geil. Brotschwert. Ja, das ist Brotschwert, okay. Wohl, ich gehe nicht, als was aufgeht, besser seitdem. Nee, ich habe halt nur den Terrorbild anders hingestellt. Ja, okay, gut, das kann schon mal einiges ausmachen. Andererseits ist mein Bad Ride mal drüber gegangen. Sieht schon mal etwas besser aus. Der QWERTY könnte das raus. Ah, nee, er hat noch Terrorbild, never mind. Wie der Typ immer noch Erster ist und 100 Gold hat.
Schade, dass es nicht mehr als 100 Gold Zinsen gibt, sonst wäre der so bei 200 irgendwann. Righteous. Ich spare jetzt weiter, aber ich wusste gar nicht, ob ich gegen den ersten immer noch verlieren würde, ganz ehrlich. So traurig das ist. Gegen den ersten gewinnst du, habe ich auch gewonnen. Okay. Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Ihr könnt halt 4 Orks inzwischen locker drauf haben, wenn er alles gelevelt hätte und drin gewesen. Da könnte 4 Orks davor noch stehen haben. Wahrscheinlich alle Hunter schon auf Level 3 haben oder so. Oh, ich spiele gegen den ersten. Aber mein Ding steht inzwischen gut gegen den, mein Bad Rider. Und mein Legion hat auch mehr Stacks natürlich. Ja, inzwischen ist es easy gegen ihn. Der River ist doch dann stark inzwischen geworden. Also oh, gegen ihn hätte ich keine Chance gegen ihn, ja. Ja, mit 6 Warrioren. Ich habe vor mit 9 Warrioren so richtig hart kassiert, das ist so eine Frechheit. Ja, alles auf Level 3, ne? Jo. Das heißt, 6 Warrior mit Level 3 sind halt stärker als 9 Warrior auf Level 2. Komm, ich brauche jetzt irgendeinen Undead kurz. Gracious me. Ach, dann stelle ich einfach den jetzt noch mit rein. Bevor ich alles roll. Jetzt noch mal einer raus, damit ich weiß, welches Item ich mir schnappen kann. Ich habe schon eine Quap gezogen. Gab's Death Prophet die Runde? Jo, dann kann ich Death Prophet spielen. Bist du Undead mit drauf spielen oder was? Ja, 4 Undeads will ich spielen dazu noch. Und dann will ich vielleicht sogar Enigma noch spielen, einfach für einen Warlock-Bonus. Mashakio gibt's ja eh nicht. Da ist der erste raus, hat mir kein Item gegönnt, leider. Ich bin aber auch fast raus, hab 3%. Ja, ich hab's gerade gesehen. Das ist schwierig. Die Runde lief eher semi-gut. Hä, ja, da quirlt ich jetzt raus. Hilft jetzt nicht mehr so viel, leider. Leider nicht. Oh, da ist der Prophet, okay. Ich würde jetzt gerne den letzten raushauen. Ich glaube, das würde ich sogar schaffen. Wobei, er hat Götter. Schwierig. Ach nee, ich spiele schon gegen den dummen River. Und ich war gerade dran, dabei eine Streak aufzubauen. Gerade so gewonnen. Ich hab schon wieder kein Item bekommen, ey. Ich hab ein Gold bekommen. Ich hab auch ein Gold bekommen. Aber gegen den River gewinne ich inzwischen fast, aber das ist halt wieder Kohle auch. Und ich will ja immer noch. Gegen den brauche ich ja Dragon Knight hochgelevelt. Hab auch keinen einzigen Dragon Knight mehr gesehen jetzt. Ich dachte echt, der fliegt als erstes raus, der River-Typ. Tja. Team war wohl nicht so. Nö. Aber was findest du? Wie gut ist Bad Rider und wie gut ist Chaos Knight? Chaos Knight 3 finde ich krass. Also ich finde den halt mega tanky, gerade auch so eine Ulti. Wenn du das sagst, Chaos Knight. Dann nehme ich auch. Ich finde Bad Rider, meiner Meinung nach ist Bad Rider das schlechteste. Aber auch nur, wenn, also ich finde seine Ulti ja halt ganz cool. Aber sonst ist er halt voll useless. Stimmt. Also aus die Ulti kann er nichts. Ich finde die Ulti aber viel besser als die von Chaos Knight dafür. Aber ich habe jetzt Bad Rider ausgeschlossen, weil ich wollte halt, ich will halt Snapfire spielen. Meine Freundin sitzt gerade neben mir und meinte zu mir, ich bin voll der Nerd. Ich schon auch. Da hat sie auch recht, was soll ich sagen? Ich soll dir sagen, du hast recht.
glaube, ich level jetzt noch mal ein bisschen. Ja. Da hat sie sich auf jeden Fall gefreut, dass dir recht gegeben hast. Das freut mich. Das ist das Wichtigste für mich. Oh, ich spiele gegen Reva auf seinem Feld, aber seine Level 3 sind einfach so tanky. Ah, du machst mich komplett fertig. Ist auch geil, ich habe ja irgendwie eine Runde. Wann habe ich dir gesagt, dass ich den Dragon Knight gezogen habe? Also sehr early auf jeden Fall. Ich glaube nach Runde 15, nachdem du geworlt hast. Ja, irgendwie sowas schon. Rum, ne? Und ich habe einfach keinen zweiten, seitdem nicht mal einen zweiten Dragon Knight mehr gesehen. Das ist schon bitter. Ja, das ist echt ein bisschen traurig. Aber kann ich halt nichts dran ändern, leider. Na, jetzt level ich erstmal. Ach man, der River ist auf. Der ist sogar Level 7 inzwischen, hat 75 Gold inzwischen. Ich verstehe gar nicht, warum der nicht rollt oder gar nichts macht. Also etwas ausgeschlossen gerade, okay. Weil wenn er den Slayer noch hochlevelt. Er spielt halt nur. Der geht safe auf 900 Krieger nachher noch, oder? Wahrscheinlich. Ich muss mir den raushauen davor irgendwie. Wenn der 9er Krieger mit dem Team hat, was willst du denn dann machen? Du machst irgendwie schlauer als ich. Oh, da ist noch einer in Chaganaut Level 3. Oh, und der hat ihn sogar geblinkt. Der spielt ja genauso eine ekelhafte Taktik. Wer spielt eine ekelhafte Taktik? Der Ruski, der Vorletzte, spielt auch so diese ekelhafte Taktik mit Kriegern. Und Gott, glaube ich, dann zu noch oder so. Auf meinem Feld sieht es zwar ganz gut für mich aus, und auf seinem Feld verkacke ich richtig. Ah, ne, da gewinne ich sogar auf. Ich habe es rausgehauen, krass. Okay. Alter, es kommt einiges angeflogen bei mir. Oh, aber ich habe gar nichts, guck mal, was bei mir alles rumliegt. Das ist bitter. Ich habe 4 Items bekommen und fett Kohle. Was ist das denn jetzt? Ich könnte der losbauen, aber ich muss erst warten, bis ich was runternehmen kann. Ja, das, und ich wollte jetzt gerade, was ich jetzt für ein Item nächstes Mal ziehe. Ich habe jetzt einen Blinkdecker, wen könnte ich in meinem Team denn blinken? Enigma, wenn ich ihn nachher ziehe. Ich glaube, ich bin raus. Und wenn du mich verbesserst, ja. Oh oh. Und da ist noch einer vorher raus, aber. Danke für nichts. Jetzt kommen die ganzen Items. Nein. Da kommt Kohle. Aber keine Items. Jetzt möchte ich aber auch, dass du es hier machst. Ja, ich werde es versuchen, aber es ist schwierig gegen den. Ach, der River hat verloren gerade eine Runde gegen irgendeinen. Da kommt der Dragon Knight. Here's pus in your eye. It's Commander Constantine. Ich kann jetzt natürlich hier Monkey's King bauen, auch wenn ich nicht weiß, ob die so krass ist, das Item, aber schlecht wird's nicht sein. Attack Speed, Attack Damage und Through Evasion, aber Through Evasion bringt mir halt, ich habe jetzt wieder keine Elfen. Aber der schrubbt stark, der Legion jetzt. Mal gucken, wie ich gegen River auf seinem Feld abschneid. Nee, ich glaub's fast nicht, dass der Chance hat. Ja? Langsam paar 3er Units. Aber es scheint nicht so hart gegen River, so richtig schlecht ab. Das ist echt noch okay. Der war von Level 5, jetzt von Level 8, hat gut Geld. Ja. I shall profane the land. Dass dieser Dragon Knight immer noch nicht hochgelevelt ist, das ist so lächerlich. Naja.
BKB brauche ich doch eh nicht. Gewinne ich gegen den Drachen eh easy oder sollte ich verteilen? Statt BKB zu Maelstrom ja, machen. Das ist genau mein Plan, deswegen habe ich es runtergenommen. Alter, wenn da so viele Items dann immer auf einmal rumliegen irgendwo, das ist so ätzend. Das stimmt. Na, was ist drinne? Ich hab den noch. Wo ist meine Kiste? Ach, hier liegt die. Hier liegt der. Oh, jetzt könnte ich ja wieder BKB bauen. Ich habe wieder einen Mithril-Hammer bekommen. Du kannst auch Desolator machen, statt Maelstrom. Die Frage ist, ob das worth it ist. Ich finde es schon gerade gegen den River-Typen, weil der hat viel Armor und das Armor Lord wegnimmt. Das stimmt. Jetzt muss ich ganz kurz hier nur klarkommen auf mein Leben. Gracious me! Zum Glück, Alter. Okay, das kann ich aber erst nächste Runde dann machen. Also auf jeden Fall kaufe ich das schon mal. BKB brauche ich nicht. Silber ist inzwischen auf Level 9 gegangen. Scheiße. Die Frage ist auch, soll ich Dragon Knight dann alles geben? Ja, Dragon Knight wegen dem Magic Damage. Das ist besser gegen den Krieger. Dann konzentriere ich mich jetzt eine Runde einmal auf die Items kurz. Also die Monkey's King war behalte ich auf jeden Fall. Aber du würdest eher, hast gesagt, statt Ding würdest du eher hier Desolator, ja. Desolator bauen. Okay, dann bekommt es Dragon Knight auch. Dann stelle ich Dragon Knight aber ein bisschen safer in die Ecke hier rein. Der dingt ja auch irgendwas, das ist ein bisschen verteilt hier rum. Ach, was macht denn der jetzt da vorne? Okay, Dragon Knight kann noch das bekommen, das bekommen, das bekommen. Noch ein Quarter Stuff das Dragon Knight. Warte, bauen wir die Master Fendness auseinander. Und was soll ich dann bauen? Ach, nochmal das Ding quasi. Ja. Stimmt, das ergibt natürlich Sinn. Oh, das sieht besser aus schon. Könnte es ihn schon besiegen? Auf Seinfeld sieht es nicht danach aus, oder? Ah, wobei. Na, besiegen auf keinen Fall. Ach, wobei, machen die 6 Schaden? Juhu, ja. Krass, auch Mann, ich hab noch so viel offen, das ärgert mich fast ein bisschen, aber andererseits hätte ich am nachher irgendwann verloren ansonsten. Ach Mann, ich hab bestimmt noch irgendwas Krasses hochgezogen. Ich guck gerade, ob wir irgendwas Krasses hätten bauen können, weil du hattest halt so viel Potenzial. Ja, ich hatte ja so viele, solche viele Items noch nicht verteilt gehabt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.